Knockouts among his career KO totals of 40. Fighting out of the red corner, wearing black, Vitaly Klitschko. This is the heavyweight championship of the world. I obey my command at all times. You both know the rules. Watch them heads. Das World Boxing Councils. Vitaly Klitschko gegen Shannon Briggs. Und was wird der machen? Kampf hier vorbei, aber den ersten Treffer kassiert er. Hier recht noch wenig. Ein großer Ring, den sich Vitaly Klitschko hier ausgesucht hat. Da ist viel Platz. Der Weltmeister Vitaly Klitschko kurz überlegt, soll ich die schlagen, und hat dann gemerkt, nee, so komme ich nicht ins Ziel. Dafür dann schöne Aktion, hängt da irgendwo in Richtung Knie und kommt dann als Haken reingezogen. Man kann Treffer oder jede Aktion zumindest, dreht sich gut raus, da war der Weg wieder lang für die Rechten. Klitschko in den ersten beiden Runden schon ein bisschen. Der Versuch. Shannon Briggs aus New York. 38. Ein Kilo. Unter einem Kilo. Gute Rechte und der Konter. Gut gemacht von Briggs. Abgewartet. Und die Rechte. Wackelt nicht, schüttelt die Rechte zu. Wenige Sekunden noch in dieser dritten Runde. Weiter macht Shannon Briggs, der Mann, der den Weltrekord. Du stehst nicht gut, kann das hier am Ende ja vielleicht nicht unbedingt schief gehen, aber doch zu eng. Guter Haken von Klitschko. Bei unserem Gewinnspiel teilzunehmen, rufen Sie an. Der größte Kampf seiner Karriere. Der Mann ist Gefängniswärter. Also Effektivität, aber auch Aggressivität. Das ist nicht die Distanz von Vitaly Klitschko. Haben versuchen, die Haken ins Ziel zu schlagen. Er steht lieber ein bisschen weiter draußen. Guter Treffer in der vierten Runde und damit wird er dann wesentlich entschieden haben. Drei Punktrichter, den Kampf bis hierher gewertet haben. Manuel Cervantes, Anek Hongtongkem und Guido Klitschko. Mit einem bösen Blick nochmal zum Ende der letzten Runde, also um zum Körper zu gehen. Diese Körpertreffer nehmen das Land. Das ist ein brandgefährliches Spiel. Es kommt die Rechte voll durch und
der Kopf von Briggs. Briggs wird sagen, wenn der Ringrichter nichts dagegen sagt, dann kann ich das probieren. Gut, dazu setzen, der braucht viele Verschnaufpausen zwischendurch und wenn man ihm die nicht bietet. Die wilde Rechte. Die er hier in diesem Kampf gezeigt hat, aber guter Treffer von Vitali Klitschko und das war, und der muss schon sobald er sich dann ein bisschen da aus der rechte Front Klitschko und nochmal und da ja für Klitschko als Profi alles begann, die Schwellung unterm Auge, aber da ist nicht. Klitschko nimmt Maß, trifft immer besser, immer häufiger. Und, gut, der linke Haken voll an den Kinnwinkel. Und Briggs schüttelt einmal den Kopf, sagt, so schlimm war es nicht. Aber Klitschko runter, der immer deutlicher trifft. Zuletzt beim Kampf seines Onkels Wladimir zu sehen. Guter Treffer von Klitschko. Ja. Und Briggs geht viel zum Körper. Selten zum. Rote Rechte nochmal. Linker Haken nochmal links. Eine Minute noch in dieser gute Aktionen von Klitschko. Ja, sieht er möglicherweise die rechte kommt, dann sieht er die Schulter hoch, also er verteidigt sich ganz gut, so gut wegstecken kann. Besser, attraktiver. Wieder wackelt Briggs. Briggs, ich wollte schon mal sagen, wieder der linke Haken. Klitschko stiehlt und auf einmal den Kampf dreht. Wieder die rechte. Wieder und nochmal. Keine Chance hat, irgendeine Abwehrreaktion zu zeigen. Jetzt spürt er sein Asthma. Wieder gute Treffer. Das gelingt zu Beginn der 10. Runde schon mal nicht wieder gleich gut. Aber schafft es doch Klitschko noch hier den vorzeitigen Sieg rauszumurbeln. Ist genau wie er es jetzt wieder macht. Der Chirurg, der dran sah genug waren. Klitschko versucht es wild. Und immer wieder kann die Handschuhe nicht mehr hochnehmen. Ist schwer mitgenommen. Es gibt Trainer, die würden ihren Boxer, er kassiert zu viele harte Treffer. Er scheint noch einigermaßen. Es könnte sich niemand beschweren, wenn man diesen Kampf. Eindeutig ist das hier mittlerweile eine möglicherweise mit Vitali möglicherweise weggehen wäre die bessere Alternative. Shannon Briggs. Aber hier hält er gut durch in Sekunden und er hat auch diese Runde überstanden. Wieder kommt die rechte. Gerade mal wieder Ian John Lewis, der Ringrichter, schau ich mir nicht an, du musst was machen, sonst breche ich den Kampf ab. Also das ist schon mal die Vorwarnung. Er kann ja den Lucky Punch gar nicht landen, wenn er es nicht zumindest mal probiert, kassieren würde. Und Shannon Briggs heißt, dann kann es Meistermacher Fritz Dunek das beschreibt. In der letzten Runde den Kampf noch drehte und gewann. Kämpft, er fightet, davon abzubringen, den Kampf hier abzubrechen. Eine etwas bessere Runde, wenn niemand man waren keine 30 vor, sondern nur noch 28. Aber wenn das schon die Wertungskriterien sind,
Position hier. Die rechte und das kurze Zucken, wenn ein Treffer ins Ziel kam. 33 Amateurkämpfer im Ring, 195 Siege. Seine ersten 3 Minuten dieses Versprechen auch zu halten. Schön. Briggs wartet auf die rechte. Klitschko schlägt, die rechte drüber schlagen. Aber wenn man solche Treffer kassiert, jeder guter Treffer wieder, die Briggs erzählt. Irritiert ihn das ein bisschen. Was nimmt die. Und da kann man die ewige Diskussion führen. Heißt das nun, nehmen auf. Gesund ist es mit Sicherheit nicht. Noch 10 Sekunden. Das Duell hast du sehr gut gemacht. Shannon Briggs gerade rüber und hat eben auf die Schulter Vitali Klitschko. Also er der große Außenseiter. Vitali Klitschko bei Dr. Vitali Klitschko zu verbessern. Und das ist seine Unpünktlichkeit. Vitali Klitschko. Mehrere 10 zu 8 Runden dabei, also eine ganz, ganz deutliche Sache zugunsten von Vitali Klitschko. Aber dennoch, ein hartes Stück Arbeit, die K.O.-Quote von Vitali Klitschko ist von 95% auf 92% gesunken.